Seit Sarah Connors, 42, Song Vincent wurde nicht mehr so umfassend über einen Hit diskutiert. Laila begeistert die Ballermann-Fans und empört teilweise die Gesellschaft. Der Song, in dem es um Prostitution geht, ist allerdings nicht nur irgendeine Melodie, die in El Arenal hoch und runter läuft. Laila ist seit Wochen auf Platz 1 der Charts. Bunte. Deo hat mit Ike Hüftgold, 45, Produzent des Liedes, und DJ Robin, 26, der das Stück gemeinsam mit Sänger Schürze komponierte, gesprochen. Was die Mallorca-Stars und andere Promis über Laila, die Hits am Ballermann und die Sexismusdebatte denken, das verraten wir euch im Video. Auf Mallorca steht ein Machtwechsel an. Vor einer Woche verkündete Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne. Und während der König von Mallorca mit 77 Jahren Schluss macht, ist die Manege frei für einen neuen Megastar auf der sonnigen Ferieninsel. Wer in die großen Fußstapfen des Ein Bett im Kornfeld-Interpreten treten wird, das kann vermutlich nur die Zeit zeigen. Fest steht aber, auf Mallorca steht ein Machtwechsel an.